Damit entsteht ein schweres Problem. Wir können es nicht lösen, ohne von uns selbst ein neues Bild zu gewinnen. Woher kommt dies Gesetz, das so sicher und überlegen zu uns spricht? Unseren Willen bewegen und den Gehorsam als eine Pflicht verlangen, könnte es nie als von draußen auferlegtes Gebot. Denn was immer von außen kommt, und wäre es ein Befehl von Gott, das könnte nur wirken durch irgendwelche der Handlung verheißene Folge. Das müsste durch Lohn oder Strafe anziehen oder abschrecken. Damit aber hätte es seinen moralischen Charakter eingebüßt. Denn als moralisch gut kann nur gelten, was lediglich seiner selber wegen, nicht wegen der Folgen gewollt wird. So kann das Gesetz nur aus unserem eigenen Inneren stammen. Es ist unser eigenes vernünftiges Wesen, das in ihm sich uns eröffnet. Es ist unser eigenes Wollen, welches das moralische Gebot uns zur Pflicht macht. Das ergibt einen völlig neuen Anblick der Seele. Das gibt ihr eine Tiefe bei sich selbst und zugleich eine innere Abstufung. Eine intelligible Natur, die an den Menschen als eine Forderung kommt, aber als eine Forderung seines eigenen Wesens, als ein Verlangen nach voller Belebung dieses Wesens. So entsteht innerhalb des Menschen eine tiefe Kluft, die ihn zugleich als klein und als groß erscheinen lässt. Klein ist er gegenüber dem Gesetz, hinter dessen strengen Forderungen sein Verhalten aufs Weiteste zurückbleibt. Groß dagegen ist er mit dem Gesetz, sofern er in ihm sein innerstes Wollen und Wesen erkennt und selbst zum Gesetzgeber, zum Mitträger einer neuen Ordnung wird. Aus solchen Zusammenhängen erklären sich die bekannten Worte: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt.